Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Die Säulen der Erde. Wir befinden uns, jetzt muss ich mal kurz gucken, Kapitel 3 von 7, Buch 2. Vielleicht ist das alles auch nur ein Missverständnis. Ja, bestimmt, Vielleicht. Ich bete, dass es das ist. Bestimmt ist es das. Ja, wir sind in Buch 2 und wir, die Kathedrale hier in Kingsbridge, die geht langsam vorwärts, ne? Und wir spielen... Da hinten sind wir gerade. Wir haben, ich muss Aliena sehen, wo sie wohl ist. Alfred wird noch bereuen, was er über Aliena gesagt hat. Und Tom besteht darauf, dass ich meine Kragstein fertig mache. Ich denke mal, dass wir den Kragstein schon fertig haben, oder? Ich weiß es nicht mehr so genau. Schauen wir mal. Wir reden mal mit Philipp. Den lieben guten Bruder Philipp. Philipp, ich habe keine Zeit, auf Jonathan aufzupassen. Du hast offenbar genug Zeit, dich mit deinem Bruder zu streiten. Also sehe ich da kein Problem. Alfred hat angefangen. Es ist nicht wichtig, wer angefangen hat, sondern wer damit aufhört. Ihr seid schließlich Brüder. Aber wenn er sowas sagt wie vorhin, soll ich dann einfach den Mund halten? Lies die Bibel und du wirst es verstehen. Vielleicht hatte meine Mutter doch recht. Sie sagte ja, ihr würdet aus dem kleinen Jonathan einen Mönch machen. Ach, die Kutte war ein Geschenk. Von Cuthbert. Unsere Klostergemeinschaft ist die einzige Familie, die er hat. Natürlich. Tut mir leid. Jack. Was hast du hier draußen zu suchen, Jack? Wir gehen nach hast die andere Seite. Hast du deinen Kragstein fertig? Wir lügen nicht. Ich bin noch nicht fertig, aber ich mache es später, ja? Warum habe ich das Gefühl, dass dein Kragstein weder heute noch morgen fertig wird? Ach komm, Tom. Warum bekommt Alfred die? Ich tue mein Bestes. Er weiß, wie Alfred ist und tickt, ne? Ich denke mal, das ist das Beste hier. Ich tue mein Bestes, in Ordnung? Wenn du mich noch andere Sachen machen ließest als bloß die Figuren. Du musst dich auf deine Aufgabe konzentrieren. Ich kann viel mehr als Steine behauen. Und das weißt du. Wir können nicht immer das tun, was wir wollen. Alfred schon. Jack, bitte. Wir haben gerade andere Sorgen. Der Graf von Shiring hat uns seine Unterstützung versagt. Wenn wir nicht bald etwas tun, werden wir unsere Arbeiter entlassen müssen. Wir könnten den Bau der Kathedrale nicht fortsetzen. Ich werde mit Percy Hamley sprechen. Ich muss. Und wenn er mir keine Audienz gewährt, muss ich mich an den König wenden. Oder das ist das Ende von Kingsbridge. Kann ich irgendwie helfen? Ja, indem du tust, was man dir sagt. Mach deine Arbeit und nichts als deine Arbeit. Und lass Alfred in Ruhe. Warum? Warum lässt er uns nicht in Ruhe? Es klingt so ein bisschen nach Eifersucht. Der erste Markt war vor 2 Jahren. Philipps Idee. Aliena und Martha haben ihm sehr geholfen. Aber ich glaube, hier gibt es nicht bunte Stoffe. Martha und Ellen haben die gefärbt. Teil von Alienas Geschäft. Werden einen guten Preis erzielen. Warte mal, wir gehen da nochmal rüber. Da bist du ja wieder. Ja, ich bin da wieder. Wolltest du nicht mit Aliena reden? Ja. Aliena, okay, ich spreche das falsch aus. Bis später, Jack. Aber ich glaube, das wird für mich immer Aliena bleiben, ne? Das ist eine bessere Betonung, finde ich. Kenne den Grundriss auswendig. Habe hart gearbeitet, um das alles zu verstehen. Und doch will Tom keinen Baumeister aus mir machen. Ach, das wird schon. Steinmetze, habe viel von ihm gelernt. Harte und ehrbare Arbeiter. Wäre schwer, bessere Handwerker zu finden. Wir gehen mal zu denen rüber. Denn das ist ja Markt, genau. Wir reden mal mit denen. Hey. Jack, wie gefällt dir der Stein, den ich für deinen Kragstein ausgesucht habe? Danke. Ja. War genau richtig. Ich muss nur noch besser meißeln lernen. Das braucht Zeit, Jack. Nur Geduld. Und jetzt geh besser wieder an deine Arbeit. Wer weiß, wie lange es hier überhaupt noch etwas für uns zu tun gibt. Ach, na komm. Ist doch nicht so schlimm. Gehen wir mal zur Kathedrale hier. Wenn einmal die Westfront und ihre Türme die Priorei überragen, wird sie noch eindrucksvoller sein. Nur noch ein paar Jahre. Was ich darum geben würde, wenigstens einen der Türme zu bauen. Weg um die Kathedrale. Ich geh mal rum.
Was haben wir denn hier? Streitende Arbeiter. Sieht nicht so aus, als ob sie gut zusammenarbeiten. Warum können sie sich nicht einfach vertragen? Der Mörfel rührt sich nicht von selbst an. Ja doch. Okay, wir reden mal mit denen. Der wird sich auch nicht beschweren, wenn er bis nach meiner Pause warten muss. Der Mörtel vielleicht nicht, aber ich. Stimmt was nicht? Ich mache eine wohlverdiente Pause. Wohlverdient? Einen Tritt in den Arsch hast du verdient, du fauler Trunkenbold. Besser betrunken als ein bärtiger Bastard. Na los, Bienen. Tritt mich doch. Zeig, was du kannst. Bitte. Merkt ihr nicht, dass das zu nichts führt? Überleg doch nur einmal kurz, was andere Leute tun würden. Genau. Ja. Andere. Der Prior Tom Bilder andere Leute erwägen. Der Prior. Der Prior. Genau, ja. Prior Philipp torkelt auch nicht betrunken durch die Gegend, oder? Nee, tut er nicht. Aber ich auch nicht. Ich sitze. Und genau da ist das Problem. Hoch mit dir und fang an zu schieben. Genau. Philipp würde das auch tun. Würde er nicht. Eine Pause ist wie der heilige Sonntag. Es ist eine Sünde, am Sonntag zu arbeiten. Das stimmt. Es ist aber nicht Sonntag. Aber es ist meine Pause. Tom Bilder. Na, das ist mal ein hart arbeitender Mann, nicht wahr? Der ist auf jeden Fall ein hart arbeitender Mann. So viel ist sicher. Aber er ist auch ein Mann, der weiß, wann Zeit für eine Pause ist. Und er weiß auch, wann man anderen mal ihre Pause lassen sollte. Du hast doch gar nicht Pause. Du hast den halben Tag nur auf dem Pott gesessen. Das war deine Pause. Also verdirb mir nicht jetzt auch noch meine eigene. Oh Mann. Jetzt legen sie aber los. Wenn ich Pause mache, musst du auch eine machen. Hat deine Frau wohl wieder gekocht, was? Was fällt dir ein? Sauf dich doch tot! Das ist so herrlich, oder? Andere Leute erwägen. Der Graf von Shiring, Alfred Bilder. Oh, warte mal. Alfred Bilder. Oh, der ist ein gutes Beispiel. Er ist jetzt Baumeister. Aber er trinkt auch ganz gern mal ein Bier, nicht wahr? Und ja, das tut er. Aber bei der Arbeit ist er immer nüchtern. Richtig. Richtig, immer. Weißt du, vielleicht sollte ich ein bisschen mehr wie Alfred sein. Ich auch. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Also dann, zurück an die Arbeit. Nein, meine Pause ist noch nicht vorbei. Alfred Bilder wüsste genau, wann es Zeit ist, wieder zu arbeiten. Alfred Bilder wüsste auch genau, wann er verdammt nochmal sein Maul halten sollte. Das bezweifle ich. Ach komm, der Graf hier. Der Graf von Shiring. Welcher genau? Graf Bartholomäus oder der Fettsack? Der Neue. Percy Hamley. Du kennst den Namen unseres Grafen nicht? Mein Graf ist er sicher nicht. Ich bin aus Earl's Castle. Bartholomäus war mein Graf und ein guter Mann. Aber jetzt ist er tot. Weg. Du solltest den Namen deines neuen Grafen kennen. Welchen? Vom Fettsack? Percy Hamley. Weißt du was? Ich weigere mich, mir seinen Namen zu merken. Was? Okay. Warum? Aus Trotz. Was er meinem Grafen angetan hat, war nicht richtig. Richtig. Das, was du hier machst, ist auch nicht richtig. Deinen Namen merke ich mir auch nicht mehr. So. Das wagst du nicht. Oh. Schon passiert. Oh. Haben wir noch irgendwas? König Stefan, Jack Jackson. Ah, Jack Jackson. Wer ist das denn? Nie von dem gehört. Das bin ich. Dachte, du wärst Jack Bilder. Naja. Weiß nicht so recht, was ich von dir halten soll, wenn ich ehrlich bin. Solltest du nicht arbeiten?
Du läufst die ganze Zeit nur durch die Gegend und erledigst eigentlich auch nichts. Halt du uns wenigstens nicht von der Arbeit ab. Verstanden? Vergesst es einfach. Okay, das ging nicht gut. Was ist mit König Stefan? Also das ist mal ein Mann, der viel rumsitzt. Woher willst du das denn wissen? Er hat einen Thron. Er ist der König. Natürlich hat er einen Thron. Und auf dem sitzt er herum. Er hat einen Thron. Heißt, er ist ein Mann, der weiß, wie man richtig herumsitzt. Ah, so wie du also. Ja, genau. So wie genau. Ich in meiner wohlverdienten Pause. Oder so wie du in deiner, wenn du den halben Tag im Scheißhaus verbringst. Aber das hab ich doch gar nicht. Ich hab dich doch bis hier furzen hören. Glaubst du wirklich, ich will einen halben Tag auf dem Scheißhaus verbringen? Glaubst du das wirklich? Gibt's noch andere? Ah, oh, der hat. Der Suprior. Oh, fang mir bloß nicht mit Suprior Remigius an. Der ist ein Arsch. Er ist ein hart arbeitender Mann. Das ist er. Kein Zweifel. Was? Dass er ein hart arbeitender Mann ist. Wer? Oh. Suprior Remigius, du Trottel! Was? Hä? Wie können Sie es wagen? Oh, wie könnt ihr es wagen? Schreit ihr auf dem Friedhof herum wie wilde Heiden? Aber ich, wir... Ruhe! Wisst ihr überhaupt, wie schwer die Arbeit eines Suppriors ist? Wie viel Hingabe und schmerzhafte Arbeit es ist, unsere Novizen zu unterrichten, unsere Mönche? Und ihr wagt es, mich einen Narren zu nennen? Wir haben doch nicht... Ruhe, sagte ich! Lasst mich über einen Weg nachdenken, wie ich euch zwei verständlich machen kann, welches Betragen ich von euch in Zukunft erwarte. Die werden wohl eine Weile beschäftigt sein. Wir schenken euch unser Vertrauen. Ah, warte mal. Wir nehmen euch bei uns auf. Ich bleib lieber fern, sonst bekomme ich auch noch Ärger von Remigius. Der ist jetzt weg, ne? Also. Warte mal, wir gehen erstmal hier unten und machen das Wespennest weg für ne, unseren kleinen Jonathan. Nicht, dass er sich verletzt. Der steht nämlich hier. Hör auf, das und da. Na toll. Ich muss besser zielen lernen. Ja, das ist mir klar. Ich geh besser nicht zu nah ran. Prior Philipp ist zu gutmütig. Ha, ich wette, immer es gibt noch mehr Nester. Ist der Suprior, der sich um all die Dinge kümmert, die er lieber meidet. Mit Sicherheit. Hey. Oh, ist das süß. Ich glaube, wir müssen uns immer wieder mit ihm beschäftigen, habe ich das Gefühl. Und deswegen musste es so weit kommen. So, Bruder Arnold. Gewissermaßen hat der Suprior mehr Verantwortung als der Prior. Ich hoffe, du bist glücklich, wo du auch sein magst. Was meinst du mit, wo du auch sein magst? Er liegt da drin. Ich hab dafür gesorgt, dass er dort in Ruhe aufs jüngste Gericht warten kann. Philipp glaubt, wir kommen in den Himmel, wenn wir sterben. Nein, wir liegen da und warten aufs jüngste Gericht. Deshalb will ich, dass mich eine gute Seele begräbt, damit auch ich gut liege. Ich hoffe, du wirst dich an dein Versprechen erinnern, dass du mich begraben wirst. Das ist lange her. Das war in der ersten Nacht, die wir hier in der Priorei verbracht haben. Ich werde dich begraben, Bruder Arnaldos. Keine Sorge. Danke dir. Und danke, dass du dich um Cuthbert kümmerst. Und auch mehr Sorgen. Cuthberts Ende. Cuthberts letzten Tage. Cuthbert starb in den ersten Wochen des Jahres 1141.
Es war wieder ein harter Winter gewesen. In den Tagen vor seinem Tod hatte sich Cuthbert über Schwierigkeiten beim Atmen beschwert und einen Schmerz in der Brust. Er bat Milius, etwas Lungenkraut zu sammeln. Der Tee, den er aus dem Kraut brühte, schien ihm Linderung zu verschaffen, doch noch in der gleichen Nacht suchte ihn ein schweres Fieber heim. Sein Atem war flach. Milius blieb bei ihm, bis er schließlich einschlief. Am nächsten Morgen wachte er nicht wieder auf. Als Cuthbert starb, war er 68 Jahre alt, das ist ein stolzes Alter übrigens. 58 Jahre seines Lebens hatte er in Kingsbridge verbracht. Niemand in der Priorei war alt genug, um sich noch an seine Ankunft in Kingsbridge zu erinnern. Cuthbert sprach nie über seine Familie, aber den meisten Mönchen war er wie ein Vater gewesen. Und zu seiner großen Freude hatte in den letzten Jahren seines Lebens dem kleinen Jonathan ein Großvater sein dürfen. Möge Cuthbert nun in Frieden ruhen. Oh, herrlich. Cuthbert starb vor einem halben Jahr. Ich vermisse ihn. Okay, das ist das Gleiche. Dann haben wir hier nichts weiter. Die sind immer noch beschäftigt. Das ist gut. Das ist gut. Ich weiß wirklich nicht, wie ihr unser Vertrauen... Ich gehe mal hier hinten durch. Ah, guck mal. Verbringt zu viel Zeit mit den Mönchen, wann er wohl nach seinem Vater fragen wird. Tja. Aber wir können bestimmt... Können wir? Chorsänger, junger Mönch, Chorsänger. Guter Mann. Ein Mönch, aber auch ein Freund. Ach so, okay. Woran arbeitest du? An einer Kopie von dem Buch, das Philipp geschrieben hat. Wir haben das Original letztes Jahr fertiggestellt. Ich wusste gar nicht, dass er ein Buch geschrieben hat. Nur wenige wissen das. Der Inhalt ist... Er ist etwas kritisch, was die Kirche und Bischöfe angeht. Nach seiner Erfahrung mit Bischof Walleron hat er sich mit etwas beschäftigt, das er Judicia Cleri nennt. Judicia Cleri? Die Urteile des Klerus? Ja. In der Vergangenheit gab es viele grausame Prüfungen, um die Schuld oder Unschuld eines Mannes zu bestimmen. Der Herr selbst sollte über sie richten. Diese Verfahren nannte man Judicium Dei, das Gottesurteil. Mancher musste glühende Eisen mit bloßer Hand halten. Andere wurden ertränkt und einige dem Scheiterhaufen übergeben. Wenn sie unschuldig wären, würde Gott sie erretten. Es gäbe keine Märtyrer, wenn das wahr wäre. Selbst Adolphus wäre verschont worden. Ja, Gottes Wege sind unergründlich. Philipp will, dass diese schrecklichen Verfahren ein Schatten der Vergangenheit werden. Denn Grausamkeit führt stets nur zu mehr Grausamkeit. Aber ich habe von Wundern gehört. Heilige, die selbst den Scheiterhaufen überlebten. Ja, Philipp glaubt, das waren keine Gottesurteile, sondern Urteile, die der Klerus bestimmt hat. Judicia Cleri. Richtig. Märchen und manipulierte Richtsprüche, um Freunde und Verbündete des Klerus freizukaufen. Falsche Wunder? Und die Kirche steckt dahinter? Klingt, als wenn Philipp nach Ärger sucht. Politischer Sprengstoff. Wenn man jemanden solcher Scharlatanerie und Ketzerei bezichtigt, wird die Antwort darauf sicher nicht freundlich ausfallen. Dennoch glauben wir, dass Philipp recht hat. Dies ist das zweite Jahrtausend. Es wird Zeit, dass wir aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Philipps Buch Die Gerechtigkeit der Kirche. Verfasst 1140. In lateinischer Sprache verfasst wird Philipps Buch im Skriptorium von den Schreibgelehrten von Kingsbridge kopiert und hat seinen Weg mittlerweile in die Buchsammlung der Klöster von England und in der Normandie gefunden. Hauptsächlich wird es in den höheren Kreisen der Kirche gelesen, denn der Inhalt des Buches ist anspruchsvoller und vielleicht gefährlicher Natur. In seinem Buch äußert sich Philipp kritisch zu Feuerproben und anderen angeblichen Gottesurteilen. Seit Jahrhunderten wird behauptet, dass es der Zweck dieser Feuerproben sei, die Schuld eines Menschen zu beweisen. Die Kirche gibt dabei vor, dass die Unschuldigen gerettet werden würden. Doch Philipp schreibt, dass der Mensch Gott zu seiner Urteilsverkündung nicht zu zwingen vermag. Nicht einmal der Papst.
Der Mensch dient Gott und nicht Gott den Menschen. Philipp glaubt, dass Wunder, die sich bei diesen Feuerproben zugetragen haben sollen, nichts anderes als Fälschungen waren, um Freunde der Kirche von ihren Sünden freizusprechen. Feinde der Kirche hingegen wurden getötet oder verstümmelt. Weiterhin schreibt Philipp, dass die Existenz der Märtyrer ein Beweis dafür ist, dass Gott die Unschuldigen nicht einfach rettet. Daher müssen Feuerproben und andere Gottesurteile verboten werden. So Philipp. Oh, das ist wirklich absolut brisanter Zündstoff. Schlauer Mönch. Immer eine Freude, mit ihm zu sprechen. Ah, Jack. Ich wusste, du würdest wieder auftauchen. Sei bloß vorsichtig, dass du Remigius nicht unter die Augen kommst. Aber Philipp sagte, ich könnte jederzeit hier lernen. Leider nicht, während wir hier arbeiten. Darauf hat Remigius bestanden. Ich werde mich beeilen. Ich verstehe. So viele Geschichten, so viel Weisheit. Die meisten sind viel interessanter als die Bibel. Viele davon habe ich noch nicht gelesen. Die meisten, um ehrlich zu sein. Aber du kannst lesen. Wenn ich doch nur mehr Zeit zum Lesen hätte. Wenn ich doch nur mehr Zeit zum Lesen hätte. Woran arbeitest du? Geh weg! Ich muss mich konzentrieren. Okay. Ich guck mal kurz. Jonathan, Fenster, Chorsänger. Hey, an was arbeitest du da? Darf ich das mal lesen? Nein, Remigius wird ungehalten, wenn ich damit nicht fertig werde. Okay, gut, ja, ich würde sagen, dann machen wir ein kleines Folgenpäuschen. Das hier mit dem Buch von Philipp, ja, das wird noch richtiger Sprengstoff werden, bin ich mir ziemlich sicher. Folgenpäuschen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Euer Firefox.